Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, sehr geehrter Staatsminister Rhein, verehrte Ehrengäste, Herr Vorsitzender Irma, ich darf Sie quasi als Hausherr hier im Stadion in Wetzlar sehr herzlich willkommen heißen zur 5. Polizeischau und darf Ihnen die Grüße der Stadt Wetzlar überbringen. Meine besonderen Willkommensgrüße gelten all denen, die heute hier mit ausstellen, hier am Platz präsent sind, um über ihre Leistungsbereitschaft, über ihr Leistungsvermögen zu informieren und ihnen, die sich als Besucherinnen und Besucher zur Polizeischau kommen, auch Rede und Antwort zu sehen und vielleicht auch ein Stück weit neugierig zu machen auf die Arbeit dieser Hilfsorganisation. Mein Dank gilt der Polizei, dass es gelungen ist, alle Hilfsorganisationen aus dem nahen Hinweis wieder hier zusammenzuführen, hier in der Mitte der Stadt. Wie gesagt, wir bieten gerne dieses Stadion als Plattform, als Schaufenster. Wir haben es beim Hessentag, glaube ich, ganz gut bewiesen, mit dem Platz der Rettungskräfte und auch die Polizei tauchen, das streicht nichts. Das ist auch eine gute Gelegenheit, nochmal deutlich zu machen, dass bei den vielen Hilfsorganisationen viele Menschen ehrenamtlich unterwegs sind und mitarbeiten, um für uns alle Sicherheit zu erarbeiten, zu gewährleisten, damit wir als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dieser Region auch beruhigt sein können. Wir haben eben über die hohe Aufklärungsquote gehört. Aber ich denke, das sollten wir uns auch nochmal vergegenwärtigen, dass viele Hilfsorganisationen das Stabholz der Ehrenamtlichkeit seit vielen Generationen tragen. DRK in diesem Jahr 150 Jahre, THW in Wetzlar 60 Jahre, Malteser in Wetzlar 50 Jahre, DLRG 100 Jahre, nur um das mal als Beispiele zu nennen. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, ich habe es ja eben am Beispiel von Polizei für Mitwirkung angekündigt, dort auch nochmal mit tätig zu werden, sich zu engagieren, denn es gilt, dieses Stabholz auch weiterzugeben. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine Struktur, die uns viele beneiden, nämlich was Katastrophenschutz, was Sicherheit anbelangt. Das zeigen immer wieder die Dinge, wo es bei uns funktioniert, wo es bei anderen dann etwas hapert und die sich doch ganz gerne auf unser System berühren. Von daher, es lohnt sich hier zu engagieren. Ich denke, das macht der heutige Tag nochmal deutlich. Und über die Tatsache, dass wir das Stadion bereitstellen, darf man einen kleinen Geldbetrag überreichen. Ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, vielleicht die eine oder andere beispielhafte Aktion, wie eben erwähnt, nochmal zu unterstützen. Das ist uns wichtig, zu zeigen, Zivilcourage hat in dieser Gesellschaft einen Wert. Herzlichen Dank. Eine gute Herr Bürgermeister, herzlichen Dank. Dank auch für den Scheck. Der geht jetzt mal davon aus, bei der öffentlichen Hand weiß man, dass das zum Tage ja immer der Scheck ist. Aber ich werde jetzt mal positiv. Danke mir auch noch. Ich weiß, dass das im Vorfeld überreicht. Sagt mir herzlichen Dank. Jede Spende hilft natürlich in dieser Frage. Und ich möchte, das war der Stadtschreiber, das kommt aus, dass ich hier zusammenleite, nicht jemand mal auf meiner Liste stehen, denn wir haben das Dank zu sagen dafür, dass wir nicht nur den Euro-Kontroll wieder in eine Liste, diese Schmuckmöglichkeit der Hessen-Polizei wieder präsentieren dürfen, sondern auch, dass die Bundeswehr aus Wetzlar mit ihren Hubschraubern wie immer dabei ist. Und das verbindet ja letztendlich auch alle Institutionen. Ja. Das soll es gewesen sein, was die offiziellen Reden angeht. Herr Bursing, wie bist du? Du führst durch das Programm und sagst uns jetzt weiter, wie es geht. Uns gemeinsam und unterstützt. Alles Gute.